Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cinema 8 Film Review. Ja, ihr Lieben, heute gehen wir mal zurück in die 50er Jahre und befassen uns mit einem bekannten, mit einem Weltstar von Rock'n'Roll-Sänger. Die Rede ist von Elvis Presley und seinem Film Harte Fäuste, heiße Liebe. Boah. Originaltitel ist Kid Galahad und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer der ganz wenigen Elvis-Filme, die mir super gefallen. Er singt natürlich auch in diesem Film auch gute Songs, nicht alle gefallen mir, aber viele Songs sind dabei ganz gut. Und dann gibt es noch eine Story als Boxer, wo er dann, ja, also ich fange mal so mit der Story an, dann brauche ich nicht so weit vorgreifen. Er kommt, seine Militärzeit ist rum, er kommt in ein kleines Kaff und sucht einen Job. Und findet dann nachher, sucht er einen Job als Automechaniker, aber er findet nachher einen Job als Boxer, weil man ihn entdeckt, dass er gut boxen kann. Und ja, das ist auch schon der Plot. Er boxt gut, die Frau des Boxpromoters findet ihn sexy, er verliebt sich natürlich in ein junges Mädel, große Liebe, viel Gesang, viel Songs, harte Fäuste, heiße Liebe. Ein ganz, ganz toller Elvis-Film. Ja, das ist der Plot so in Kürze. Er kriegt natürlich seine Eroberung nachher. Das sind ja dieselben Strickmuster dieser Elvis-Filme. Da muss ich in den Handlungen nicht viel erzählen. Das Interessante bei diesem Film ist, dass er einer der ganz wenigen Filme ist, wo Elvis mal wirklich schauspielerische Qualitäten an den Tag legt. Das ist ja nicht so häufig gewesen bei ihm. Das meiste war nachher zum Schluss, waren alles so abgenudelte Filme. Da hatte er selber auch keinen Bock mehr drauf. Aber sein Manager, der damalige Tom Parker, mein Gott, jetzt habe ich es aber heute hier, hatte ja dann immer diese Verträge gemacht und er wollte diese alten Filme, die dann später kamen, und da waren ja auch viele dann schlecht und einfach nur grottig, die wollte er nicht mehr. Aber die Filme, die noch in den frühen 60ern gedreht wurden, und der Film ist von 1962, der bildete dann eine Ausnahme. Und wie gesagt, alle Filme in den 50er, 60ern, die waren noch okay, also in den frühen 60ern, danach fing es dann an, ein bisschen schlimmer zu werden mit den Filmen, und Kid Galahad oder beziehungsweise Harte Fäuste, heiße Liebe bildet da so eine Ausnahme. Der Film, wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Auch die Songs, die da natürlich dann so drin sind, wie I Got Lucky zum Beispiel, spielt eine Rolle. Auch King of the Whole Wide World, das ist der Titelsong, der gefällt mir auch sehr, sehr gut in diesem Film. Und ich muss sagen, ich bin in den 70ern auch Elvis-Fan gewesen. Ich habe sehr gerne Elvis-Musik gehört, heute auch noch. Ich habe sogar noch Schallplatten von ihm. Mittlerweile sind da sogar ein paar Platten bei, wo ich gedacht habe, naja, die habe ich alle aus dem Nachlass. Ich habe früher auch mal meine ganze Schallplattensammlung, die ich dann überwiegend hatte, die habe ich damals irgendwann weggegeben, weil CD war ja innen, und dann irgendwann durch Haushaltsauflösung kamen die ganzen Platten alle wieder zu mir. Dann hatte ich auf einmal plötzlich fast meine ganze Plattensammlung von damals, habe ich auch heute wieder. Ja, ganz merkwürdig. Naja, egal. Auf jeden Fall, da waren viele Elvis-Platten bei und einige dabei, die ich natürlich damals noch nicht hatte, aber die ich durch diese Haushaltsauflösung bekommen habe. Da sind sogar zwei, drei Sachen bei, die sind richtig was wert, wie ich im Netz gesehen habe. Holla die Waldfee, also gerade diese bedruckten Platten mit Elvis. Naja, gut. Jedenfalls, Elvis-Musik höre ich sehr gerne, auch heute noch. Zwar bin ich jetzt kein Fan oder kein großer Fan dieses Sängers, aber ich gucke, wie gesagt, den Film sehr gerne und einige andere Elvis-Filme. Das dazu. Und die Musik höre ich gelegentlich auch ganz gerne. Ja. Irgendwann dann, ich habe den mal im Fernsehen gesehen, im Kino habe ich diesen Film nicht gesehen, und wollte den Film eigentlich immer ganz gern schon haben auf Heimmedien, und das gab es eigentlich nicht, und auf Super 8 gab es den Film nicht. Und dann kam die DVD, die ich mir dann auch zugelegt habe, und auf der DVD ist leider nur der US-Trailer drauf an Extras, mehr gab es dort nicht, den Film natürlich, und dann nur den US-Trailer, mehr gab es da einfach nicht. Und dann kam die Blu-ray aus dem Hause Koch Media, Koch Films, wie sie jetzt heißen. Die haben den Film nochmal neu rausgebracht und haben einen super Transfer gemacht, also einen super Bildtransfer, der da läuft, also eine super Blu-ray rausgebracht. Ich bin schwer begeistert, und sie haben eine Menge Extras beigefügt. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo es mir die Socken ausgezogen hat. Erstmal haben sie bei dieser Blu-ray, die ja ein normales, so eine M-Ray-Hülle ist, da gibt es ein 16-seitiges Booklet zu dem Film. Ganz, ganz toll gemacht. Finde ich persönlich sehr gelungen. Da geht es um den Film, auch über Elvis. Die Story natürlich wird nochmal wiedergegeben. Und Behind the Scenes. Und ganz, ganz toll
mit Bildern. Fantastisch gemacht. Kit Gellert natürlich, so heißt der Original im Original der Film. Und es ist einfach toll. Also dieser Film, das Booklet wurde rausgebracht, auch von der Elvis Presley Gesellschaft e.V., Deutschlands größter Fanclub, jetzt Mitglied werden. Ja, ich finde sowas toll. Elvis Presley ist natürlich auch etwas Fantastisches. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber jetzt muss ich mal gerade mal kurz gucken. Okay. Ganz toller Film, wie ich finde. Kit Gellert, harter Fäuste, heiße Liebe. Ja, 16-seitiges Booklet. Das ist für eine Emery-Geschichte schon mal echt ungewöhnlich. Da hat man selten mal ein Booklet dabei liegen. Sehr selten. Und ja, wie gesagt, ist wirklich sehr schön anzuschauen. Aber auf der Scheibe sind auch noch jede Menge Extras drauf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich baff. Also für eine Emery-Ausgabe, ganz normal, stinknormale Ausgabe, ist da richtig viel drauf. Die Extras auf der Blu-ray-Disc sind einmal der US-amerikanische Trailer, dann sogar der bundesrepublikanische Trailer, also der alte deutsche Kinotrailer aus der Bundesrepublik. Wow, hätte ich nicht gedacht, weil ich habe ganz selten mal auf irgendwelchen Veröffentlichungen deutsche Elvis-Trailer gesehen. So gut wie gar nicht. Das war zum ersten Mal, dass ich sowas gefunden habe. Super. Dann gibt es noch eine Bildergalerie und eine Video-Jukebox. Das heißt aber nur, dass die Songs, die in dem Film sind, quasi die Ausschnitte sind. Also wie eine Jukebox quasi, werden dann diese Songs nochmal als extra, also zusammengefasst sozusagen. Und dann kann man dementsprechend die ganzen Songs hintereinander nochmal gucken. Das ist auch eine tolle Sache. Super gemacht. Harte Fäuste, heiße Liebe oder Kit Gellert, wie im Original heißt und wie auch auf Video bzw. auf Blu-ray vermarktet wird. Sehr zu empfehlen. Absolute Kaufempfehlung für Elvis-Fans, muss ich dazu sagen. Andere, die sich dafür nicht interessieren, nö, dann ist es nichts für euch. Aber absolute Kaufempfehlung für Kit Gellert, harte Fäuste, heiße Liebe. Ach, ich bin schon ganz schwülstig. Und jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.